hast du nicht kommen sehen. Schönen guten Tag, Jungs und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb zu einer neuen Trailer-Reaction. Und zwar reagieren wir heute auf den zweiten und wohl finalen Trailer zu Sonic the Hedgehog 2. Ich weiß gar nicht, habt ihr da draußen Sonic the Hedgehog 1 geguckt? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den fandet. Ich muss ganz ehrlich sagen, der war so ein bisschen eine Überraschung. Also, ich glaube, es hat noch nie in der Geschichte des Films so eine heftige Reaktion auf eine Animation gegeben und das Studio hat reagiert. Wenn ihr nicht wisst, über was ich spreche, es wurde der erste oder als der erste Trailer zu Sonic 1 released wurde, war der Aufschrei von den Leuten so krass, weil sie Sonic so schlimm animiert fanden. Und ich habe damals schon gesagt, okay, das ist eine Realverfilmung, der sieht jetzt nicht 1:1 aus wie aus einem Videospiel, aber ist für mich okay, das fanden die Leute definitiv nicht. Und der Trailer hat richtig auf die Fresse bekommen. Darum hat das Studio nochmal richtig Kohle in die Hand genommen. Und sie haben das ganze Charaktermodell von Sonic ummodelliert und haben ihn eben so ein bisschen näher an das Gaming-Original gepackt. Und was dann im Endeffekt aber durchaus auch besser aussah, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und der Film war ganz cool, also der hat Spaß gemacht, der war jetzt nichts Besonderes, aber der war für das, was er war, echt eine ganz angenehme Unterhaltung und der hat echt Kohle gemacht an Box Office. Von daher ist der überhaupt nicht so schlecht angekommen und dann haben sie natürlich direkt einen zweiten hinterhergeschoben in der Produktion. Ich will euch mal ganz kurz, bevor wir direkt jetzt in den Trailer einsteigen, ganz kurz einen Ausriss geben in meine Sega-Videospielliebe. Denn tatsächlich war ich damals in der Klasse dieser eine Typ, wo alle Super Nintendo hatten oder so, der auch ein Super Nintendo hatte. Der aber Team Sega Mega CD und Team Mega Team Mega Drive war und Team was gibt's noch, Saturn und meine Lieblingskonsole nach wie vor wird immer die Dreamcast bleiben. Das ist für mich die innovativste Konsole, die leider Gottes aber auch mit der Tod von Sega war als Konsolenproduzent. Ich habe den Game Gear geliebt. Sega war eine geile Company. Sega hat geile Spiele gehabt. Also, wenn ich mir überlege, House of the Dead mit der Lightgun, wie super geil das war. Shenmue natürlich nicht zu vergessen. Crazy Taxi, was damals rauskam auf der Dreamcast besonders. Panzer Dragoon. So geile Games, die Sony damals auf ihren Konsolen hatten. Schade, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber nach wie vor liebe ich die Sonic Games und ganz besonders Sonic auf dem Game Gear ist der Oberknaller. Und ich wünsche mir seit Jahren eigentlich schon mal so ein, stellt euch mal vor, ein Sonic Game mit der Qualität und Liebe wie, Ben and Dexter und Detail wie eben irgendwelche High-Budget-Spiele heutzutage. Wie das aussehen würde, was für eine Geschwindigkeit das hätte, das wäre richtig geil, da hätte ich richtig Bock drauf. Und vielleicht durch den Film passiert das jetzt auch. Sie haben immer mal nebenbei irgendwelche Sonic Games entwickelt, die so eine Art Mario Kart und was weiß ich waren, die aber alle immer ziemlich gefailed haben. Und dementsprechend hoffe ich, da kommt vielleicht was. Ja, wir gucken uns mal den zweiten Trailer an. Wir haben den ersten, ich habe den ersten damals schon geschaut, Idris Elba jetzt als Knuckles. Tails ist diesmal mit dabei, der Fuchs, also ich bin gespannt, das scheint einfach das Sonic-Universum ein bisschen breiter auszuweiten und mal gucken, ja, ob der Trailer eventuell Spaß macht. Ich würde sagen, nett lang schnacken, Sonic in den Nacken. Let's go! Diese Ringe stehen für die innige Hingabe, die sie beide... Gott steht dir bei, Thomas! Entschuldigung. Es geht um Leben und Tod, setz den Ring ein und rette mich, jetzt sofort! Nehmine. Oh Mann. Ring! Hawaii. Ich hoffe nur, wir sind nicht zu spät. Oh, hey, Gott. Tails. Sind schon zwei von denen. Was ist denn passiert? Okay, die Kurzfassung. Robotnik ist zurück. Yeah, Jim Carrey. Ich habe die Quelle zu Ultima. Das hat er schon nice gespielt. Wir müssen ihn kriegen, sonst geht die Welt unter. Sie haben etwas mitgebracht, ein Dad. Mein Lieblingscharakter aus dem Sonic-Universum. Schiedner-Krieger. Und dann noch Idris Elba Synchro, Hammer. Igel, es ist Zeit, sich von der Menschheit zu verabschieden. Oh, was geht da? In der neuen Normalität.
Das ist der Moment, der große Held zu sein. Ist ein mieser Zeitpunkt, aber ich habe ehrlich gesagt keinen richtigen Plan. Hey, du hast ja so einen Fleck auf deiner... Oh nein. Hat jemand ein Uber gerufen? Es ist kalt hier drin. Er ist halt echt perfekt für Dr. Robotnik. Yeah. Ey, das CGI ist ziemlich gut. Der Winter Soldier. Du bist echt mies in sowas. Der CGI ist tatsächlich nochmal ein Stückchen besser als im ersten. Wir halten zusammen. Egal was passiert. Du bist untalentiert. Untrainiert. Unwürdig. Du hast was vergessen. Unaufhaltbar. Ach, diese alten Sega-Sounds. Oder Sonic-Sounds, besser gesagt. Halt still und stirb! Für jemanden, der Knuckles heißt, schlägst du wirklich wie ein Weichei. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht von der Scale von dem Trailer. Ich hätte nicht gedacht, dass der so über-epic rüberkommen soll, sondern... Ja, ich dachte einfach, die Story aus dem ersten Teil nochmal ein bisschen weitergeführt, ganz sympathisch, aber die Scale von Menschheit oder der Untergang der Menschheit und CGI und Riesenroboter und da kracht sie ja echt richtig. Ich glaube, das wird wieder ein ganz sympathischer Kinofilm. Also ich glaube, da hat Sega oder beziehungsweise Paramount auch wirklich sowas ausgegraben, was eben so... Ja, in eine Nische fällt, was man sich gern mal nebenbei anguckt, für die Leute, die ein bisschen nostalgisch sind, was Sega angeht, aber auch so für die Kids ist es bestimmt ganz spannend. Ich glaube nicht, dass in der Popkultur heute bei den Kids noch Sega und Sonic ein Thema ist, aber ich glaube, dass gerade durch den Film das vielleicht auch ein Stück weit wieder zurückrutscht. Und jetzt soll ja demnächst auch ein Super Mario Bros. Film rauskommen, der auch animiert ist. Von daher werden sie da jetzt auch den Weg gehen. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Ich bin ganz ehrlich, würde ich mir das im Kino angucken? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Aber wenn es irgendwann auf Amazon Prime oder sowas wieder auftaucht, dann werde ich mir den auch mal so nebenbei geben. Ist ganz angenehme Unterhaltung und ich sag mal so leichte Kost, wenn du am Sonntag dein Wohnzimmer aufräumst und lässt nebenbei Sonic laufen. Und wenn der dann so gut ist wie der erste, dann kann es sein, dass das Aufräumen vielleicht mal links liegen bleibt und du den Film ein bisschen weiter guckst. Dann weißt du aber auch, der ist gar nicht so verkehrt. Also, meine Empfehlung, schaut euch den ersten mal an, der ist ganz sympathisch. Den zweiten werde ich mir definitiv auch geben. So vom Trailer her bin ich ein bisschen überrascht. Ich würde dem Trailer jetzt so 7,5 von 10 Nerdbomben geben. Fand ihn super entertaining und ich hätte die Scale nicht erwartet auf jeden Fall. Es sieht echt ganz nice aus. Und sie haben auch, was das CGI und so angeht, nochmal eine Schippe draufgepackt. Das finde ich ganz cool. Ja, was haltet ihr von dem Trailer? Wie habt ihr den ersten Film gefeiert? Oder habt ihr ihn überhaupt gefeiert? Und würdet ihr euch den zweiten im Kino anschauen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Trailer-Reaction, bei der nächsten Review oder bei der nächsten was auch immer. Bis dann. Peace.